Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. In diesem Video geht es darum, ob Narzissmus sogar ansteckend sein kann. Ja, Sie wissen, Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung im schlimmen Fall und im normalen Fall einfach eine Persönlichkeitsakzentuierung. Das heißt, man ist einfach so, wie man eben als Narzisst ist. Man will sich super gut darstellen, man will selber keine Fehler zugeben, man hält aber Fehler von anderen überhaupt nicht aus. Man will in seiner Welt sein und wenn man seine Welt nicht so, wie man sie haben will, vorfindet und leben kann und sich darin auch wohlfühlen kann, kommt man gleich in die Krise. Und dann gibt's eben die zwei Arten, eben cholerisch zu agieren und durchzuknallen und durchzudrehen, bis hin zu wirklich malign, narzisstisch zu agieren, den anderen so lang zu quälen, zu foltern und zu zwingen und zu manipulieren, bis wieder das hergestellt ist, was ich unbedingt will, ja, bis ich wieder in meiner Blase bin oder bis ich wieder eben zurück in den Mutterschoß gekehrt bin und dort mich endlich wohlfühle und dann wieder alles gut ist, mich dann wieder beruhigen kann, dann wieder rausgehe und sag, ist was, rundherum ist nur noch Wüste und nur noch Chaos, alles Zerstörung, aber ich sag, ist ja gar nichts. Ja? Oder ich gehe halt eben als verdeckter Narzisst eben in die Emigration, bin beleidigt, narzisstisch gekränkt und den Rest kennen sie ohnehin alles. Man muss den dann wieder beruhigen und trösten oder es ergibt sich von selber, aber es ist immer so eine latente, depressive Grundhaltung, totaler Ärger auf die ganze Welt, weil es ist alles unfair. Gut, ist dieser, entweder dieser oder dieser Narzissmus, ja, der laute oder der leise Narzissmus, ansteckend sogar. Was heißt ansteckend? Klar, wenn ich in einem Umfeld mit einem Narzissten lebe und das nicht nur für einige Stunden, sondern ein ganzes Leben lang, werde ich diese Verhaltensweisen total unbewusst internalisieren. Und ich weiß schon ganz genau, wie jetzt der Narzisst agiert. Ja? Ich kann mir das schon total gut ausmalen, dass er leider jetzt nicht das gekriegt hat, was er will, dann narzisstisch gekränkt ist zum Beispiel und dann die nächsten zwei Tage nur miese Laune ist und vielleicht sogar Kommunikationsverweigerung und alles Mögliche, bis hin zu Sexverweigerung oder bis hin zu Nahrungsaufnahme, Stopp, und ich faste, um allen zu zeigen, wie furchtbar es ist. Also da gibt es dann tausende Varianten, tausende Spielarten und wenn ich das mitkriege, als Ehepartner zum Beispiel oder als Kind, Sohn oder Tochter oder auch als Bruder oder Schwester, als Vater oder Mutter, egal, also hauptsächlich im Verwandtenkreis oder auch in einer WG, aber in einer WG eher seltener, weil da kann ich mich Gott sei Dank hoffentlich besser abgrenzen. Aber je näher ich bin, desto mehr muss ich ja mit diesem Typen, mit dieser Typin, ja, gibt ja auch mittlerweile sehr viele Frauen, irgendwie umgehen, ich muss es irgendwie aushalten, ja. Ich muss ja irgendwie den Alltag schaffen, ja. Ich kann ja nicht dauernd nur das U-Boot unter den geschlossenen Türen durch den Durchspalt durchschleichen, ja. Und auch das ist schon störend, auch das ist schon zu viel. Also, ich muss für mich als Nicht-Narzisstin, als Nicht-Narzisst einen Weg finden. Und der Weg ist entweder so, dass ich genauso narzisstisch gekränkt reagiere und dann, ja, dann ist Narzissmus ansteckend. Dann gewöhne ich mir diese Persönlichkeitsstörung an, obwohl ich ursprünglich gar nicht diese Persönlichkeitsstörung gehabt hätte, sondern ich vielleicht sogar vom Schlüssel-Schloss-Beziehungsprinzip vielleicht sogar das Gegenteil gewesen wäre, ja, und eher ruhig und eher depressiv strukturiert oder eher gelassen strukturiert, wenn man es jetzt neutral formuliert. Und das hätte gar kein narzisstisches Potenzial. Aber aufgrund, dass ich irgendwie nicht total untergehe als Partnerin, als Partner, dass ich irgendwie auch noch lebe, auch noch überlebe, auch noch irgendwie auf halbwegs auf gleicher Augenhöhe sein kann, ja, muss ich mir einen Narzissmus anlernen, der mir gar nicht eigen ist, aber der mein Überleben sichert. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich immer härter, immer noch stärker mich in einen Narzissmus hineinkämpfe, merke, aha, mein Partner, meine Partnerin akzeptiert das auf einmal, ja, kommt schneller raus aus dem narzisstischen Loch, ja, ist nicht so cholerisch, dreht nicht so auf, manipuliert nicht mehr so, weil ich sage, stopp, hier gibt's keine Manipulation. Und auf einmal
haben wir zwei Narzissten zu Hause, ja? Den einen Urnarzissten, der wirklich von seiner Mutter her narzisstisch eben verwöhnt wurde und so in diese Richtung hin verbogen wurde, dass er nur so spüren und fühlen kann, und an sich einen Nicht-Narzissten, Nicht-Narzisstin, die merkt, ich kann nur überleben, wenn ich auch so brutal bin, ja? Weil, wenn ich nämlich nicht narzisstisch agiere und ich habe ständig einen narzisstischen Partner zu Hause, bleibt mir eigentlich nur die innere Emigration, bleibt mir nur der innere Gefühlsabwehrmechanismus. Ich spüre nichts, mir ist das alles wurscht, der kann sein, wie er will, der Typ, ja. Er kann durchdrehen, er kann gekränkt sein, er kann mich bestrafen, er kann mich manipulieren. Ich versuche irgendwie so ein Regenmantel, einen absolut wasserdichten Regenmantel mit Maske und mit Skibrille aufzuhaben und versucht, dass nichts an mir durchkommt. Ja? Aber was ist das für eine Beziehung? Ja? Ich komme nicht hin dann zu dem mehr. Und dann ist Narzissmus nicht ansteckend. Dann habe ich wirklich eine ausreichende Schutzfunktion, dass ich mein Leben lebe. Aber es ist ein Leben in innerer Emigration. Es ist ein Leben ohne Gemeinsamkeit oder es ist nur ein Leben mit ganz kurzer Gemeinsamkeit, wenn der Narzisst sagt, so, jetzt bin ich bereit und jetzt will ich mit dir was unternehmen oder jetzt will ich mit dir Sex haben oder jetzt will ich mit dir irgendwas tun, so dass ich eben jetzt da plötzlich beziehungsfähig bin, kurz, und dann habe ich wieder meine Bedürfnisse gestillt, wie immer die auch sind, und danach wieder tschüss. Ja. Dann muss nur ein kleines Ding falsch sein und schon wieder ist aus. Also furchtbares Beispiel ist, ich habe Hunger als Narzisst, bin auf einmal nett zu meiner Partnerin und sag, das und das und das hätte ich gern. Die Frau denkt sich, mau, endlich ist er mal ein bisschen netter, kocht in seine Lieblingsspeise. Ja. Bei der Nachspeise ist leider zu wenig da gewesen, ja, was er eben sich gewünscht hätte. Und kaum ist ein Bedürfnis erfüllt, ist schon wieder die Tür zu. Zu wenig Nachspeise, tschüss, wiederschauen, ich brauche dich nicht mehr. Also, oh, das ist wirklich sehr, sehr, sehr frustrierend. Was mache ich jetzt, wenn ich liebevoll gekocht habe und mir gedacht habe, vielleicht kann ich ihn jetzt beruhigen, vielleicht kann er jetzt irgendwie ein bisschen offener werden, ein bisschen entspannter werden, vielleicht ist mit ihm auch ein normales Gespräch möglich. Ich wollte ihm seit Tagen Sachen fragen, vielleicht geht das jetzt mal, ja, wenn er jetzt da gut abgefüttert ist, ja, Sie merken schon, füttern von ganz, ganz früh kindlich. Wenn er satt an der Brust getrunken ist, dann ist er halbwegs zufrieden. Ansonsten ist er immer ein quengelndes, schreiendes, unangenehmes Kind. Leider. Okay. Also ich fütter ihn und hoffe, dass die jetzt endlich zufrieden ist, dass ich mit ihr jetzt endlich Dinge besprechen kann. Aber schon schnappt das ein, irgendwas Kleines passt nicht und es geht nichts mehr. Was kann ich jetzt tun, wenn der Narzissmus eben ansteckend ist? Ich kann sagen, Moment, ich habe da jetzt gerade das alles gekocht, du hast dich jetzt gerade wohlgefühlt und ich akzeptiere nicht, nur weil jetzt zu wenig von der Nachspeise da war, dass auf einmal alles wieder eben im Eimer ist. Ja? Und wenn ich das jetzt da entweder sehr klar sage, so dass dann der Narzisst merkt, das stimmt, ich kann das nicht bringen, sonst kriege ich vielleicht Probleme. Idealerweise kriege ich dann in der nächsten Zeit überhaupt nichts mehr zum Essen. Das wäre gut zum Beispiel. Oder ich kriege dann gar keinen Sex mehr oder irgendwie sowas. Ja. Dann wäre es ganz gut, wenn er sich denkt, okay, ich muss mit meinen innerlichen, extrem egoistischen Gefühlen ein bisschen mich zurücknehmen, weil, aha, stimmt, ich habe wieder nur egoistisch an mich gedacht, ah ja, das heißt, da gibt es ja außer mir auch da draußen in der Welt auch noch jemand, zufällig meine Frau, mein Mann, der hat auch noch, aha, zu Recht vielleicht sogar Bedürfnisse, ah ja, stimmt, der hat sich ja wirklich bemüht und so weiter. Ja. Dann ist er nicht ansteckend, Narzissmus. Wenn ich aber voll narzisstisch reagiere und wieder in einen narzisstischen Machtkampf gehen und ich dann so meinen Partner, meine Partnerin in Schach halte, das heißt, der traut sich dann nicht irgendwie jetzt voll narzisstisch auszuagieren, er merkt, er muss sich bremsen, aber es kommt keine Liebe, es kommt kein tieferes Miteinander, sondern es kommt eher ein Einschlagen der Positionen, ein sich zementieren auf dem Standpunkt, wo ich jetzt stehe. Und das ist halt urschade. Das heißt, was ist der Ausweg, damit der Narzissmus nicht ansteckend wird? Den Narzissmus so gut erkennen, dass ich schon im frühesten Frühstadium beim anderen, beim Partner, bei den Kindern, bei meinen Eltern, was auch immer, bei meinem Chef, oder was, das so formulieren kann, dass ich sage, Moment, stopp.
Und beim Chef ist natürlich ein Autoritätsverhältnis noch einmal anders. Ja, der kann mich kündigen, dem kann ich nicht reinfahren, wie ich vielleicht beim Partner reinfahren kann. Ja. Dann muss ich eben das höflicher formulieren, aber wenn ich es kapiere, worum es jetzt gerade geht, was da gerade abbrennt, ja, dass er mich wieder ausgenützt hat, ich habe mich wieder ausnützen lassen, also ich bin noch gar nicht narzisstisch angesteckt, aber jetzt versucht er mich auszunützen, sage ich, stopp, sicher nicht. Ich will mich nicht narzisstisch anstecken lassen, aber ich werde auch mich ganz klar abgrenzen und sagen, Moment, Chef, das und das habe ich jetzt hingekriegt, das ist jetzt gut gelungen, ist das jetzt in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Ja gut, dann würde ich aber auch bitten, dass wir das jetzt da auch würdigen und dass ich nicht sofort in das nächste reingedrückt werde, weil ich muss jetzt meine anderen Dinge auch tun oder whatever. Daher, spüren Sie nach, ob Sie schon narzisstisch angesteckt sind. Wenn ja, raus aus der Ansteckung. Keine Sorge, man braucht dafür keine Impfung und man braucht auch dafür auch nichts, was einem jetzt schützt. Man braucht es nur kapieren und dann muss man sich emotional abgrenzen. Alles Gute für Sie und ich weiß, Sie kriegen das hin, weil Sie es innerlich jetzt da auch besser wahrnehmen können.